rechtfertige das Gleichgewicht der Metallmasse M. Diese Masse M wird von der Erde angezogen mit dieser Gewichtskraft G. Wir zerlegen diese Kraft G in diese zwei Komponenten. Die eine Komponente groß N, die längs des Pendelfadens wirkt, und diese zweite Kraft F, die senkrecht zu dieser Kraft N ist. Die Summe von F und N, das ist der Vektor G. Mit dieser Kraft N zieht die Kugel längs des Fadens an dieser Decke. Aber die Decke bewegt sich nicht und verformt sich auch nicht. Demzufolge, durch das dritte Gesetz der Dynamik, reagiert diese Decke auf diese Aktionskraft mit dieser genau entgegengesetzten Reaktionskraft. Diese Kraft F zieht diese Metallkugel nach unten, aber dieser Magnet zieht diese Metallkugel an. Wenn diese Anziehungskraft, diese Kraft Fm, dieser Kraft F genau entgegengesetzt wirkt, dann ist diese Kugel im Gleichgewicht. Wir überprüfen jetzt, welche Kräfte wirken denn letztendlich auf diese Kugel. Es sind diese drei Kräfte: die Gewichtskraft, diese Reaktionskraft und diese Anziehungskraft. Die Summe dieser drei Kräfte ergibt den Nullvektor und deshalb ist diese Kugel im Gleichgewicht.